And the winner is Christoph Waltz. Oscar für Christoph Waltz. Der gebürtige Österreicher darf die Goldstatue für seine Darstellung eines SS-Offiziers in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds mit nach Hause nehmen. Quentin mit seiner unorthodoxen Art zu navigieren, dieser furchtlose Entdecker hat das Schiff gesteuert und mit fliegenden Fahnen heimgebracht. Darum bin ich hier. Ich kann dir niemals genug danken, aber ich fange jetzt damit an. Danke. This is your welcoming embrace, and there's no way I can ever thank you enough. But I can start right now. Thank you. You're the Dew Hunter. Waltz spielt Hans Landa, einen ebenso charmanten wie sadistischen Nazi, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Juden im besetzten Frankreich aufzuspüren. If I started to say thank you, to everybody who was involved in this, we'd be here next week. But I can tell you something. I thank Quentin that it's him that I owe everything to. Herr Waltz, herzlichen Glückwunsch. Sie haben Danke. Ja schon international sehr viel gearbeitet, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Aber wie war es denn mit einem amerikanischen Team im Studio Babelsberg, einen amerikanischen Film über deutsche Geschichte zu drehen? Der Film ist nicht über deutsche Geschichte und das Team war weitgehend deutsch. Also, der Regisseur ist ein Amerikaner. Ich sehe das nicht vom nationalen Standpunkt, wenn Sie erlauben. Ich sehe das immer nur ein großartiges Drehbuch, ein großartiger Regisseur, großartige Kollegen, großartige Techniker, großartige Künstler, großartige Menschen miteinander. Woher die kommen, ist mir schnurzegal. And we're going to 72 and then 212. Ich möchte auch Hallo. Die Frage, herzliche Gratulation. Dankeschön. Und auch eine Frage einfach auf Deutsch. Wie schnell haben Sie eigentlich erkannt bei dem Drehbuch, dass da so ein toller Stoff drinnen ist, der auch für einen Schauspieler so viel hergibt? Und das habe ich beim ersten Lesen gesehen. Das ist schwer zu verpassen. Aber was man daraus alles ziehen kann, war mir so beim ersten Lesen natürlich nicht gleich geläufig. Und das ist, ich habe einen einigen Aufwand betrieben, um so viel wie möglich herauszuholen. Und ich könnte immer noch dran arbeiten. Und jetzt noch, wo werden Sie feiern und wie werden Sie feiern, diesen großen Moment? Keine Ahnung, ich lasse mich treiben. Okay, we're moving on to 212. Okay. Right across the way. Can we hand her the microphone, please? Right there. And after 212, we'll go to 185. Herr Waltz, es wurde vorher so viel gesagt, dass Sie wahrscheinlich gewinnen werden, aber als dann der Name aufgerufen wurde, wie hat sich das angefühlt? Ich habe immer gesagt, wenn alle diese Favoritendinge gesagt wurden und Sie wären es gewinnen, dann habe ich gesagt, nein, ich habe mir das vom Leib gehalten. Und ich habe mir das sehr erfolgreich vom Leib gehalten, weil ich war schockiert. Und ich bin es vielleicht immer noch. Ich weiß es nicht genau. Also wenn ich blödes Zeug rede, vergeben Sie mir. Es ist die Nacht der ersten Male, die Oscarverleihung 2010. Die Schauspieler Christoph Waltz, Sandra Bullock und Jeff Bridges gewinnen ihre ersten Oscars. Der Österreicher Christoph Waltz als bester Nebendarsteller für seine Rolle in Inglourious Basterds. Jeff Bridges als bester Hauptdarsteller in Crazy Heart. Für ihn ist es sein erster Oscar nach 5 Nominierungen. Und auch Sandra Bullock bekommt die begehrte Trophäe. Obwohl sie am Samstag noch die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin persönlich entgegengenommen hat, wird sie an diesem Abend mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in Blind Side geehrt. Weiteres Highlight, zum ersten Mal in der Geschichte geht der Regie-Oscar an eine Frau. Catherine Bigelow bekommt für The Hurt Locker gleich 6 Oscars, darunter in der wichtigsten Kategorie des Abends, bester Film. And the winner is The Hurt Locker. Regisseur und Ex-Mann der großen Gewinnerin, James Cameron, ist überraschenderweise der Verlierer des Abends. Nur 3 Oscars bekommt Cameron für den teuersten Film aller Zeiten, Avatar.